Weil sie sind Tag und Nacht kritisch, also es kann schon sein. Ultraschall, aber ich glaube nicht, dass das Ultraschall ist. Mal blöd gefragt, brauchen wir hier auch noch einen Schreibtisch drin? Die Ligi kann jetzt mal raus, das ist kein Problem. Ich baue jetzt mal hier einen Schreibtisch rein und guck mal, ob ich hier jemanden arbeiten lassen kann. Das wäre natürlich saublöd, wenn wir da jetzt einfach die Arbeitskraft vergessen hätten. Weil dann ergibt alles einen Sinn. Und zwar wirklich alles. Wo ist denn hier der Drucker? Den Trockner habe ich gerade gesehen. Drucker? Nein, ja, nee, nicht da. Ich will den Drucker haben. Okay, jetzt. Brauchen wir einen PC brauchen wir auf jeden Fall brauchen, oder? Infobildschirm. Wir gucken jetzt einfach mal. Also ich würde mich jetzt... Also es macht schon durchaus Sinn, dass wir da jemanden hätten für, ne? Also, wo ist hier der... Da ist einmal ein PC, das ist schon mal ein Anfang. Und dann brauchen wir auf jeden Fall... Ich hätte gerne wirklich noch einen Drucker. Das ist Ria. Röntgen. Ich habe doch gerade eben Drucker gebaut. Wo habe ich denn den her gehabt? Der war doch irgendwo hier. Warte mal, ich hole mir einfach von woanders einen Drucker. So, ist mir doch egal. Wie schaut es jetzt... Nee, ich kann hier tatsächlich nichts machen. In dem Raum. Ich kann auch niemanden einstellen für den Raum. Ist vielleicht irgendwas blockiert? Das kann ja auch sein, dass wir jetzt irgendwas mal hier rüberschieben. Das mal so. Vielleicht ist da einfach der Raum einfach ein bisschen blockiert. Es gibt Ereignisse hier, das habe ich auch noch nicht gesehen. Kaufe einen Rettungswagen, behandle 50 Patienten am Tag. Wir sind heute bei 24 bereits. Okay. Was ist mit der Guten hier passiert? Ist die schon gegangen? Nein, die ist noch nach wie vor auf Intensiv. Die braucht auch... da wird jetzt erstmal eine Kultur angelegt. Das ist sie gewesen, die Lena. Und hier haben wir noch die Margret. Und die ist jetzt eingewiesen. Die kriegt jetzt auch erstmal Abtastung und so weiter. Wie ist denn eigentlich hier oben der Stand der Dinge? Liegt hier jemand? Nö, also hier oben haben sie noch niemanden untergebracht, oder? Nö. Schaut gut aus. Okay, also wir haben Kapazitäten in der Chirurgie ohne Ende. Ja, das passt, oder? Schauen wir mal. Seib, Dankeschön für dein Abo auf YouTube. Sehr nice von dir. Vielen lieben Dank. Okay, also bis jetzt schaut es gut aus. Wir sollen einen Krankenwagen kaufen. Wir könnten wir hier unterbringen. Ich würde das auch gleich mal machen, Freunde. Lasst uns mal einen Krankenwagen kaufen. Wo ist der Krankenwagen? Oder da ist er. Hier. Kaufen wir so einen fashion Krankenwagen hier. So, haben wir einen schicken Krankenwagen. Jetzt müssen wir natürlich damit rechnen, dass diese zwei Geräte hier auch mal voll werden. Das heißt, unser Krankenwagen wird auch durchaus mal losfahren. Wir sollen eine Operation durchführen, kein Problem. Wir könnten auch mehr Krankenwagen kaufen. Wir sollten allerdings in der Notaufnahme definitiv mehr Stationen bereithalten, um Leute, die wirklich schwer krank sind, auch zu behalten. Jetzt lass mal ganz kurz gucken. Wir haben ja jetzt 89.000. Ich würde gerne nochmal unser... jawohl, das sind nicht ausgelastet, die Dinger. Wir warten jetzt mal ab. Mal gucken. Wie schaut es denn aus mit den Fundings? Wir könnten jetzt Folgendes machen. Wir könnten Nichtversicherte könnten wir weglassen. Und dafür den Bereich nehmen. Okay, das geht nicht. Okay, alles klar. Dann lassen wir die Versicherten auf jeden Fall. Ich würde gerne mehr nehmen.
Libidi, wir haben einen Krankenwagen gekauft. Und unsere Intensivstation, hast du die schon gesehen? Ich weiß es nicht. Auf, Schnitzelrunde! Oh, Wilder, ich bin so froh. Wenig Putzpersonal unten. Das wäre so eine Überlegung. Das ist hier in dem Bereich, meinst du, ne? Hauptsächlich. Gucken wir mal schnell. Das ist die Radiologie eigentlich hier hinten. Wobei, die haben Putzpersonal. Die haben halt nur nachts niemanden. Da muss halt tagsüber jemand durch. Wobei, ich würde jetzt fast vorschlagen, dass wir hier den, den Bereich, den Korridor hier ein bisschen vergrößern. Weil der gehört ja jetzt auch noch hier mit dazu. Dann müssen die weniger hier oben reinigen. Wem gehört denn eigentlich der Korridor hier oben? Das ist doch eigentlich alles Notaufnahme hier, ne? Ja. Und die Notaufnahme hat wie viel Putzkräfte? Oh, hier ist jemand, der ist seriously in danger. Okay. Wird aber behandelt, na gut. Hier haben wir kein Putzpersonal oder was? Ne, doch zwei sogar. Ja, Tag- und Nachtputzdienst, okay. Ja, na, lass mal das so. Wilder, so ein Hype-Command wäre auch geil. So, wenn jemand, was weiß ich, ein Donate macht oder halt ein Member wird oder sowas in die Richtung. So ein Hype-Command. Ich weiß allerdings nicht nur, dass der Streamlabs-Bot nicht supported ist. Ich muss mal gucken, ob wir den vielleicht mal paid machen. Also, dass wir den auch umbenennen können. So. Okay, also unser Krankenwagen ist noch nicht in Einsatz gegangen. Muss mal ganz kurz gucken, wie ist denn im Krankenwagen eigentlich? Oh, abgeschlossen, jawohl. Instandhaltung kostet was, Notrufe 0 von 3. Können wir den rausschicken? Also die Abteilungsstatistik ist okay. Es ist hier eigentlich kein Stress. Im Röntgen ist auch kein Stress. Der soll auch so einen Zähler haben, ja, Wilder. Also auch mit so einem Zähler und mit Herzen und so weiter. Weiß schon, so halt so ein Party-Hype-Ding, wenn jemand damit einfach jeder nur noch Hype reinschreiben kann und dann kann man da wirklich Herzen durch den Chat jagen. So, also dürfen auch schon Herzen sein, Wilder. Also hau da richtig ordentlich Liebe rein. Ne? Okay. Bauch gefüllt. Ausruhen. Also unser Personal geht es eigentlich gut. Notaufnahme ist auch in Ordnung. Hier haben wir die Abteilungsstatistik halt diesen kritischen Raum noch drin. Das ist halt einfach dieser Diagnostikraum. Ich vermute mal, dass wir einen zweiten Diagnostikraum bräuchten. Das ist so meine instinktive Befürchtung, dass wir einen zweiten Diagnostikraum bräuchten. Und den würde ich dann hier einfach nur hier mit ranschrauben. Weil ich habe da keine Lust drauf, dass da, dass dann am Ende noch wegen so einem Unsinn dann zu Stress kommt. Weißt du? Dann machen wir lieber hier einfach noch einen zweiten Raum hin. Und dann haben wir halt einen zweiten. Meine Güte, machen wir das halt so. So. Und dann haben wir nämlich hier jetzt auf jeden Fall eine zweite Auslastungsmöglichkeit. Mal gucken. Ich sehe da noch nie einen drin. Wir haben noch nie einen da drin rumlaufen sehen. Okay. Hey, hier bereiten sich ja gerade wieder welche vor. Ja, die sind in Vorbereitung. Da kommt der Patient. Wer bist du? Timo. Timo ist am Start. Zahlt 4.200 für seine Behandlung. Er ist Direktor Versicherung bei der Gesundheitskasse. Männlich 25. Und wird gerade aufgeschnitten. Ja, da hat auf jeden Fall irgendwas ganz Widerliches. Ich weiß, kann es nicht mal aussprechen. Ich nehme an, nach der Operation wird er verlegt in die Intensivstation. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich denke aber, dass es so sein wird. Wer läuft denn hier eigentlich gerade? Unsere Ärzte gehen heim. So. Oh, da war der Chef sogar am Start.
Bett ist blockiert von den Lampen? Ah, du meinst, wir könnten da noch andere Lampen hinmachen, die aus der von der Decke kommen. Könnten wir machen. Transport zum Zimmer. Ihr wartet jetzt gerade auf Transport, da bleibt auch jemand dabei. Bisschen Ketchup am Boden. Okay, jetzt gehen sie raus. Jetzt ist die Reinigung durch. Oh, da kommt der Nächste. Ach nee, dachte schon. Ich habe jetzt echt gedacht, die machen da jetzt hier irgendwie Stress gerade. Ah nee, der bleibt in der Chirurgie hier. Okay, gut, das mit den Lampen wäre natürlich eine leichte Sache. Was, das könnte man super easy ändern. Machen wir die Lampe weg. Dann kommt halt die Lampe her. Oder brauchen wir diese Untersuchungslampe? Ich weiß es ja nicht. Meckern tun sie auf jeden Fall nicht wegen der Lampe. Nö, lassen wir mal laufen. Gucken wir mal, vielleicht nutzen sie es jetzt. Da fehlt eine Trage. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Trage zwingend hier drin notwendig ist. Weil wir haben ja Tragen da, ne? Ich meine, ich könnte das schon ein bisschen umbauen. Machen wir das mal so. Dann könnte man eine der Tragen von hier draußen reinnehmen. Aber ich glaube nicht, dass es trotzdem dann nicht... Sag mal, was ist denn hier eigentlich? Das ist doch alles Chirurgiebereich, oder? Hier schaut es wirklich aus. Wo ist da unsere Reinigungsfachkraft? Holen wir uns nachts jetzt einfach mal noch jemanden. Gut. So, Zwerg. Ja, ein bisschen hast du schönere Herzen noch für den ich meine, das müssen einheitliche sein, die sowohl im YouTube-Chat wie auch im Twitch-Chat gut aussehen. Das ist mir schon klar, dass das schwer ist. Vielleicht gibt es da noch ein anderes Herzdesign. Bau den nochmal neu, vielleicht ein Bug. Oh, jetzt ist da jemand drin. Tatsächlich. Wer kümmert sich darum? Führt Eingriff aus. Operative Chirurgin. Okay. Aber ist egal, wo die Dinger stehen. Die holen den auf jeden Fall. So, hier wischt mal einer durch. Das ist sehr gut und sehr wichtig hier vor allen Dingen, weil hier ist echt viel Betrieb auch unten. Schaut auch ziemlich übel aus, wenn ich ehrlich bin. Aber jetzt nutzen sie die Räume. Irgendwas passiert? Oh! Erreiche Ansehen 80% einer Spezialabteilung. Patienten sind übernommen werden, wäre ein guter Kandidat. Belohnung, der nächste eine Praktikant sind bereit, übernommen zu werden. Wir haben Praktikanten? Stopp. Warte mal kurz, wir haben Praktikanten? Wir haben doch keine Praktikanten. Ach so, wir haben einfach generell neue Leute bekommen. Okay, alles klar. Ja, das schaut doch mal gut aus. Welcher Cooldown ist denn da drauf, Wilder? Also da muss der Cooldown auf 0, ne? Also dass da wirklich 5-6 Mal hintereinander gehauen wird. Dass der da richtig schön durchläuft. Ja, so ist geil. 10 Sekunden global. Ne, mach auf 0. Kann jeder ausführen, jederzeit. Und dann durchhypen. Einfach damit das, weißt du, wenn dann wirklich Hype entsteht, dass da 5-6 Hypes hintereinander kommen, damit einfach der Chat geflutet wird. Das ist irgendwie cool. Ach, der zählt auch cross quasi. Also zählt die Anzahl der Hypes sowohl im YouTube wie auch im Twitch-Chat. Das ist ja geil. Ja, genau so. Ja, wenn es neu ist, wird es probieren, ne?
Ich sage ja, das macht richtig Spaß, mit dem neuen Bot hier rumzuspielen. Das ist so cool. Es wirkt, es ist einfach. Es, mir macht das richtig freudig. Und so wie ich die Bilder einschätze, gerade auch richtig hardcore, ja. Jetzt gehen die Hypes gerade durch. Wie gesagt, ich schau mal, ob ich den Bot irgendwie noch auf Member-Status bekomme. Dann können wir nämlich auch im YouTube-Chat vielleicht was anderes machen. Ja, genau. Alle schön Hype durchjagen. Ja, einfach wegen der Liebe. Ja. Das glaube ich, Wilder, dass du da schon viele rausgekriegt hast, wie das funktioniert und so weiter. Ich bin da so dankbar, dass du dich da so drum kümmerst. Jetzt battelt sich gerade YouTube und der Twitch-Chat mit dem Hype-Command. Das finde ich ja geil. Das finde ich richtig gut. Meine Lieben, würde ich sagen... Bisschen laut. Das ist ein bisschen arg laut. Ich mach den mal ein bisschen leiser. Checken wir mal kurz. Machen wir nochmal. Ja, jetzt ist besser. Jetzt ballert da der Hype durch. Ja, gefällt mir. Finde ich episch. Episch! Ja. Na, das mit dem Übersetzen ist auch wichtig. Eskalation! Wow, apropos. Guck mal. Die haben einen reingebracht. Da. Wer war denn der Duda? Frank ist da. Der, wir wissen nicht, was er hat. Er hat eine abdominale Verletzung. Kann alles Mögliche sein. Wie auch immer passiert. Hype ohne Ende. Ja, na klar. Freunde, es ist yippie! Ja, genau. Jetzt sind die Chats einfach voll geflutet mit Hypes. So, okay. Ein verstecktes Symptom haben wir hier noch. Er hat abdominale Schmerzen. Er ist im Traumazentrum. Der Bot kommt, glaube ich, gerade mit den vielen Hypes auch nicht zurecht. Der ballert gerade richtig durch. Wilder, kann man das einstellen, dass ein Nutzer das in einer bestimmten Zeit nur einmal ausführen darf? Oder, aber dass jeder trotzdem für sich das ausführen darf? Also, weißt du, wie ich meine? Ist schwer zu sagen, glaube ich. Ah, okay. Dann machen wir folgendes. Mach mal den Pro-Person-Timer auf 10 Sekunden. Und... aber trotzdem kann jeder parallel starten. Also es darf nur nicht halt einer fünfmal hintereinander eingeben, weil sonst der Bot einfach nicht mitkommt. Was ist denn der Typ jetzt gerade? Oh, der ist im CT gerade. Danke dir. Okay. Fährt einer draußen auf der Straße mit seinem Rasenmäher. Warum nicht? Ist mir doch egal. So, wir wissen nicht genau, was er hat. Es ist noch ein verstecktes Symptom offen. Es werden auch verschiedene Untersuchungen angeregt. hat da einer uns rausgedonnert. Was haben wir denn eigentlich gestern verdient? Da haben wir richtige Ausgaben gehabt. Okay. Heute haben wir schon 5000 plus gehabt. Respekt, ne? Falsche Diagnose, kommt einer wieder? Das will ich mir gar nicht mehr hören.